Noctula ten men de viti oque ignoscito omni. Horatne formo sam. Quam libet illa facit. Consule de gemiste tincta muricellana. Consule de facie. Corporibusque diem. Nachts sind Fehler versteckt und kein Gebrechen zu erkennen. Diese Stunde verschönt jede, wie immer sie sei. Über Edelsteine befrag, über purpurfarbige Wolle, über das Antlitz frag, über den Körper den Tag. Illig in vini ascot amescot ludere posses. Quodque semeltam gas, quodque tenere velis. Dum tibi non tenues viniet dilapsa per auras. Querenda est oculis, abda puella tuis. Dort findest du das, was du liebst, mit dem du spielen kannst, und was du einmal nimmst und was du behalten willst. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Uvids Weisheiten. Wir haben heute wieder für euch drei kleine Weisheiten und ihr könnt am Ende entscheiden, welche euch am besten gefallen hat. Viel Spaß! Hos aditusque quusque novo prebebit amori, sparsaque solicito, tristis arena foro. Dies sind die Annäherungsmöglichkeiten, die der Zirkus und die tränenbringende Arena auf dem unruhigen Forum der neuen Liebe gewähren werden. Sed prius anci lam captande nosse puella, curasit accessus, molliet illa tuos. Aber verschaffe dir zuerst das Kennenlernen der Sklaven des zu fangenden Mädchens. Jene wird dir deinen Zutritt leichter machen. Mit anderen Worten, mache dich an die Sklavin ran und sie wird dir helfen, das Mädchen kennenzulernen. Si voce canta, si mollia brachia salta, equacumque put es, dote placere placere. Singe, wenn Stimme du hast, wenn gelenkige Arme, so tanze und gefalle mit was immer für einer Gabe du gefallen kannst. Das Besondere an diesem Satz ist, dass Ovid diese Arena nicht nur als Ort der Freude bezeichnet. Er sagt, es ist ein guter Ort zum Kennenlernen, aber dass es kein Ort von kompletter Freude ist, trotz der ganzen Kennenlernmöglichkeiten. Er nennt sie ja tränenbringend und das zeigt, dass er auch den Schmerzen dieser Arena zum Vorschein bringt. Ich habe diese beiden Verse ausgesucht, weil es diesmal nicht nur um das Mädchen geht, sondern auch um das Umkreis des Mädchens, dass das Mädchen auch eine Familie hat und dass es auch wichtig ist, sich dort beliebt zu machen. Jetzt in diesem Fall nicht die Familie, sondern eher die Sklaven, obwohl man ja sagen kann, dass im alten Rom die Sklaven auch zur Familie gehörten. Und dass man sich auch dort beliebt machen muss, um das Mädchen dann kennenlernen zu können. Ich habe diese Verse gewählt, weil sie einen der wichtigsten Aspekte aufweisen, die es im Liebeskampf benötigt. Man muss selbstsicher sein und wissen, was man selber kann und man sollte seine Talente nicht verstecken. Das schildert Ovid in diesen Versen sehr schön, weswegen ich diese gewählt habe. Das Stilmittel in diesem Satz ist eine Alliteration, bei dem Fall sparsaque solicito. Und diese Alliteration symbolisiert oder zeigt die Zusammengehörigkeit dieser beiden Wörter. Schön finde ich auch, wie Ovid tuus accessus benutzt hat. Das bedeutet, übersetzt deinen Zutritt.
und bezieht sich auf die Sklaven. Und Sklaven waren ja früher auch dafür gedacht, Türen zu öffnen. Das heißt, dieser Begriff wird zweideutig verwendet. Einmal den Zutritt zum Mädchen und einmal den Zutritt allgemein, weil die Sklaven ja auch diesen Zutritt beschafft durch eine Tür. Im ersten Vers hat Ovid eine Anapher genutzt, die lautet Sisi. Dies soll die Eindringlichkeit der Situation erklären und zugleich die Zusammengehörigkeit der beiden Einzelteile zeigen. Des Weiteren hat er eine Ellipse genutzt. Si molia brachia saita. Übersetzt, wenn du gelenkige Arme hast, so tanze. Im Lateinischen hat er das Du hast nicht mit eingebunden. Der Leser soll aufmerksam gemacht werden, indem er sich das Du hast selber ergänzen muss. Wählen Sie meinen Satz, weil Ovid in diesem die Basis der Liebe zeigt, indem er sagt, an welchen Orten man sich am besten kennenlernt. Und dazu gehört nun mal die Arena, weil man eben sehr eng beieinander steht und weil man Freude und Leid teilt. Meine zwei Verse sind am besten, weil es sich diesmal nicht nur um das Mädchen handelt, was man kennenlernen soll, sondern es mal was anderes ist, dass es auch um die Familie geht. Meine Verse sind besser, denn es geht um die Selbstsicherheit. Ohne Selbstsicherheit kann man im Leben nichts erreichen. Weder in der Liebe, noch im Job, noch irgendwo anders. So, und nun können Sie sich wieder entscheiden, welche beiden Verse Ihnen am besten gefallen hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Die Verse sind in einem elegischen Dissichon aufgebaut. Und das besteht zum einen aus dem Hexameter und zum anderen aus dem Pentameter. Und beim Hexameter fange ich erstmal hinten an, weil die letzten beiden Metren, so nennt man diese Abteilung, sind schon bekannt. Das vorletzte Metrum ist ein Daktylos, das einen Langschlag und zwei kurze Schläge hat. Und das letzte Metrum hat einen Langschlag und einen betonten. Der Pentameter hat immer 5 Metren. Und in der Mitte der 5 Metern befindet sich eine Zäsur. Und ab der Zäsur ist alles immer identisch in jedem Pentameter. Und die Zäsur ist einmal aus einem betonten Schlag, sag ich mal, aufgebaut. Und davor 2 Daktylen. Und vor der Zäsur ist immer eine Länge. Damit man mit dieser Zäsur auf 5 Metern kommt. Und der erste Schlag ist ja auch wieder bekannt, aber der Rest halt noch nicht. Et lucky me sunt lucky mis adamantam vetus fac madidas videat si pot es illa genas. Aber du sollst vor allem im gebogenen Theater auf die Jagd gehen. Diese Orte sind sehr ergiebig für deinen Wunsch. Dort wirst du finden, was du lieben kannst, mit wem du spielen kannst, was du einmal berührst und was du halten willst. Wenn du eine schöne Stimme hast, singe. Wenn deine Arme beweglich sind, tanze. Durch welches Talent du auch immer gefallen kannst, gefalle. Parvus erat manibus quiduos tyrantius anges, presset et in cunis iam Jove dignus erat. Welch ein Verbrechen war. Der Liebende muss den Feind nicht fürchten. Jene, denen du aufrichtig glaubst, flieh, dann wirst du sicher sein. Hüte dich vor Blutsverwandten, dem Bruder und lieben Freund. Diese Menge wird dir wahre Befürchtung preisgeben. Ja.